Hallo und herzlich willkommen. Wir basteln heute einen Weihnachtsstern und den mit einem quadratischen Papier. Mein Papier ist 20 x 20 cm, auf der einen Seite mit weihnachtlichem Motiv und auf dem anderen blank. Ich fange damit an, erst einmal Ecke auf Ecke zu knicken. Jetzt knicke ich das Ganze noch einmal Ecke auf Ecke. Ich habe da ein bisschen dickeres Papier, von daher ist das mit dem Knicken ein bisschen schwieriger. So, jetzt dreht ihr das so, nur für den nächsten Schnitt dreht ihr das so, dass die Pfeilspitze nach links schaut und hier oben aufgeklappt werden kann. Okay. Und jetzt müssen wir schneiden. Und zwar schneide ich jetzt sechsmal hier ein. Sechs Streifen, aber nicht bis ganz hinten. Und die Streifen sind circa einen Zentimeter breit. So, hinten lasse ich noch einen kleinen Rand. Ich mache das nur bis hier, nicht bis ganz oben. Sechs. Okay. Jetzt klappen wir das Ganze mal auf. Vorsichtig, damit es keine Knicke gibt. Können hier noch einmal ein bisschen gegen machen. Und nochmal ganz auf. Na, komm. Okay. Jetzt sehen wir schon ein geschnittenes Muster. Drehen wir das so zu uns hin. Ich benutze dafür einen Tacker. Ihr könnt natürlich auch normalen Kleber benutzen. Nehmen die Mitte, klappen ein und tackern fest. Der Tacker jetzt mal hält. So. Jetzt drehen wir das Ganze um. Und tackern auch hier. Ich will der Tacker jetzt wieder nicht. Entschuldigt, technische Probleme. So. Okay, weiter geht's. Tacker, tackern hier. Drehen wieder um. Nächste Reihe. So bekommen wir ein Spiralmuster hin. Das Ganze ist natürlich für Kindergärten auch gut geeignet. Ich selbst habe das auch schon mal in einer Grundschule mitgebastelt, wo die Zeit knapp ist, ist mit dem Tacker eigentlich ganz gut. So, das wäre unser erstes Element. Kann man auch schon so ans Fenster hängen. Sieht auch gut aus, vor allem wenn es sich ein bisschen bewegt. Davon brauchen wir jetzt sechs Stück. Ich habe noch mal was vorbereitet. Jetzt beginnen wir damit. Wir haben immer eine Außenseite und eine kleinere Innenseite. Dasselbe müssen wir hier auch drehen. Die lange Außenseite und die kurze Innenseite. Immer das kurz an lang liegt. Beziehungsweise sieht man das auch an den Knicken hier unten. Lege ich jetzt erstmal drei Stück aneinander. So. Tacker die schon mal fest.
Bester Tacker hier ever. Ist ja super, was der funktioniert. Ich hoffe, eure Tacker funktionieren besser als meine. Zählt das schon zu Fail-Video? So. Ich mache einmal kurz einen Schnitt und bin gleich wieder da, wenn ich einen Tacker repariert habe. Moment. So, auf ein neues. Mein Tacker ist, hoffe ich, jetzt mal repariert. Also nochmal. Wir machen das Ganze hier die Ecken zusammen. Und tackern ihn fest. So. Der Tacker, das ist doch super. Jetzt nehmen wir die Ecken hier. Und tackern diese auch. Nur diese Außen, diese, die Kreuze von den Außenseiten. Schon mal zusammen. Ein bisschen tricky. So. Das wäre unser erstes Element. Sogar stabil. Dasselbe machen wir jetzt noch einmal. Im zweiten Element. Auch wieder Ecken zusammen. Eins, zwei, drei. So. Und natürlich, Entschuldigung, die Außenseiten nicht vergessen. So, zweites Element auch fertig. Jetzt tackern, jetzt legen wir die einmal so zusammen. So, halt ein bisschen in Waage. Tackern hier auch einmal fest. Auch wieder Außenseiten. Tackern. Mit dem Stern ist tackern mein Lieblingswort. Einmal. Und zweimal. Und schon ist unser Stern fertig und kann an das Fenster gehangen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Klickt hier unten auf meinen Link, wenn ihr mich abonnieren wollt. Und dann sage ich mal, bis dann.